Dann rufe ich auf die Tagesordnungspunkte 3a bis 3e, Beratung mehrerer Vorlagen zum Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten. Ich weise darauf hin, dass wir im Anschluss an die Aussprache 3 namentliche Abstimmungen durchführen werden. Nach einer innerfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache, habe ich eben schon mal gesagt, 60 Minuten vorgesehen. Auch dazu höre ich erneut keinen Widerspruch. Dann ist es so beschlossen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor 2 Wochen habe ich hier in diesem Pult für eine Lösung geworben bei diesem schwierigen Thema, das Humanität und Verantwortung verbindet. Eine Lösung, die befriedet, und eine Lösung, die nicht etwas lange erneut vor sich herschiebt, sondern zu einem Ergebnis führt. Das Ergebnis, was wir jetzt haben, ist einfach zusammenzufassen. Die Aussetzung des Familiennachzugs wird bis zum 31. Juli dieses Jahres verlängert. Ab dem 1. August diesen Jahres gibt es dann keinen Anspruch mehr auf Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte. Stattdessen eröffnen wir im Rahmen eines Kontingents für 1.000 Personen pro Monat die Möglichkeit der Familienzusammenführung. Die bestehenden Härtefallregelungen bleiben bestehen und werden nicht auf das Kontingent angerechnet. Das Nähere nicht zum Ob, aber zum Wie regeln wir in einem Folgegesetz, was wir auch bis Ende Juli fertig haben wollen. Das ist das Ergebnis. Die meisten Praktiker begrüßen das Ergebnis. Manche Idealisten halten die Regelung für zu streng. Ja, wir haben einen Kompromiss gemacht. Für uns war wichtig, dass es nicht wieder zu einem Anspruch auf Familiennachzug kommt. Für die SPD war wichtig, dass es überhaupt wieder Familiennachzug gibt. Ja, das ist ein Kompromiss. Nun habe ich gestern mal in einem Lexikon, in dem Fall Wikipedia, nachgeguckt, was ist eigentlich das Wesen eines Kompromisses. Und das ist so, als wäre es für uns geschrieben. Ich zitiere: Ein Kompromiss ist die Lösung eines Konflikts durch gegenseitige freiwillige Übereinkunft unter beiderseitigem Verzicht auf Teile der jeweils gestellten Forderungen. Es wird von den Verhandlungspartnern, ausgehend von den eigenen Positionen, eine neue Position gebildet und diese erzielte Einigung als gemeinsames Ergebnis dargestellt. Der Kompromiss ist die vernünftige Art des Interessenausgleichs. Er lebt der Kompromiss von der Achtung der gegnerischen Position und gehört zum Wesen der Demokratie. Das ist ein Kompromiss. Nun ist dieser Kompromiss unterschiedlich bewertet worden. Und es ist wiederum kritisiert worden, dass er unterschiedlich bewertet worden ist. Und ehrlich gesagt sicher zum Teil zu Recht. Aber auch das ist ganz normal. Ich kenne überhaupt keinen Tarifkonflikt, wo nicht am Ende des Tarifkonflikts jede Seite das Ergebnis unterschiedlich bewertet. Jeder will zeigen, dass er gut verhandelt hat. Das ist okay und das ist normal. Wir finden, dass die Union gut verhandelt hat. Die SPD findet oder sollte auch sagen, dass sie auch gut verhandelt hat. Das ist das Wesen eines Kompromisses. Nur das Entscheidende ist, wir müssen zum Inhalt des Kompromisses stehen. Lateinisch übersetzt heißt Kompromiss, dass man sich gegenseitig etwas verspricht. Und das heißt, der Kompromiss gilt. So, wir haben noch keine Koalition, Frau Hasselmann, aber die CDU-CSU-Fraktion und die SPD-Fraktion haben einen Kompromiss gemacht, und den vertrete ich hier und den erläutere ich hier. Nun zu ein paar Kritikpunkten. Die FDP, Herr Lindner, hat gesagt, warum 1.000? 1.000 ist doch willkürlich. Dazu sage ich Ihnen Folgendes. Erstens, das Kontingent ist ja dem Resettlement nachgebildet. Und da setzt man immer eine Zahl fest, politisch fest. Kanada lieben Sie so beim Einwanderungsgesetz. Kanada legt per Beschluss durch das Parlament eine Zahl fest. Zweitens, die 1.000 ersetzen die bisher aus Italien und Griechenland kommenden Relocation-Fälle. Und drittens, wenn Sie mal die Bearbeitungskapazität des Auswärtigen Amtes insgesamt auf 40.000 bis 50.000 nehmen und etwa die Zahl der subsidiär Schutzberechtigten ins Verhältnis setzen, dann ist die Zahl 12.000 genau angemessen. Die nächste Kritik war von einigen, warum sind denn die Härtefälle nicht Teil des Kontingents?
Nun, dazu will ich sagen, wir brauchen natürlich für die 1.000 pro Monat Kriterien. Die werden wir besprechen. Aber dass es immer Härtefälle gibt, die sich einer Kriterienbeschreibung im Vorhinein entziehen, das ist einfach Teil der Realität. Ein bisschen Großzügigkeit oder ich sage mal unter Christenmenschen ein bisschen Barmherzigkeit braucht man hier leider auch. Nun zu den Zahlen. Nun zu den Zahlen. Die einen haben gesagt, die Zahlen sind zu niedrig, und die anderen haben gesagt, die Zahlen sind zu hoch. Auch dazu will ich was sagen. Diejenigen, die Hunderttausende befürchten, denen sage ich, mit dem Kontingent gibt es eine Grenze, und die wird nicht überschritten. Herr de Maizière, gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen? Herr Minister, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Wir reden in diesem Kontext immer viel über Härtefälle, und deshalb möchte ich Sie gerne mit einem Einzelfall konfrontieren, den ich kurz etwas schildern muss. Ja? Ich meine, das ist der politische Anspruch hier, oder? Wir wollen eine Lösung finden für die Menschen. Wir reden über Härtefälle. Und deshalb möchte ich Sie gerne konfrontieren mit einem Einzelfall, einfach um auch mal darzulegen, wo unsere Probleme liegen. Es ist eine Zwischenfrage. Es ist eine Zwischenfrage. Ich muss den Fall allerdings darstellen, damit ich die Frage formulieren kann. Es geht um eine Familie in Husum. Vater mit minderjähriger Tochter ist. Darf ich den Sachverhalt darstellen, Herr Minister? Frau Kollegin, Zwischenfragen müssen Zwischenfragen sein und keine Redebeiträge. Stellen Sie bitte in einer begrenzten Zeit eine Frage. Ja. Es geht um einen Einzelfall aus Husum. Ein Vater mit seiner minderjährigen Tochter hat Asyl beantragt, den subsidiären Schutz bekommen und den Nachzug seiner Familie beantragt. Es geht um seine Ehefrau und zwei minderjährige Töchter sowie zwei volljährige Söhne. Einer davon, gerade 18 geworden, schwerst behindert, braucht Betreuung den ganzen Tag, da er querschnittsgelähmt, Asthmatiker ist und regelmäßig Krampfanfälle hat. Die Mutter bekommt für ihre zwei minderjährigen Töchter ein Visum zum Nachzug. Die beiden gerade volljährig gewordenen Söhne, darunter der Schwerstbehinderte, nicht. Ich schließe jetzt meine Frage an. Ich habe mich für diesen Fall eingesetzt und vor dem Auswärtigen Amt eine Härtefallregelung geltend machen wollen. Das Auswärtige Amt hat mir geantwortet: Es ist menschlich nachvollziehbar, dass auch die bereits volljährigen Söhne, insbesondere der schwerbehinderte Sohn, gemeinsam mit ihren Familien nach Deutschland einreisen wollen. Dies genügt aber nicht für das Vorliegen einer außergewöhnlichen Härte. Ich frage Sie also, Herr Minister, anhand meiner Darstellung, würden Sie persönlich sagen, dass es sich hierbei um einen Härtefall handelt? Und bezugnehmend auf das parlamentarische Verfahren, wir reden über eine Härtefallregelung, die im letzten Jahr 97 Menschen begünstigt, getroffen hat, also ziemlich ins Leere gelaufen ist. Was werden Sie persönlich dafür tun, dass ab August eine Härtefallregelung greift, die tatsächlich Menschen dann auch hilft? Frau Abgeordnete, vielleicht ist es natürlich überhaupt nicht möglich, anhand Ihrer Sachverhaltsschilderung jetzt zu beurteilen, ob das ein Härtefall ist. Der Außenminister hat zugehört, der sitzt da, der hat zugehört. Wir hatten 1.300 Anträge in den letzten zwei Jahren für solche Härtefälle. Es sind rund 200 bewilligt worden. Das heißt, es muss natürlich auch eine Auswahlentscheidung geben. Und ich glaube, diese Entscheidungen sind in den Händen des Auswärtigen Amts in guten Händen und werden weiter verantwortungsvoll und menschlich entschieden. Meine Damen und Herren, ich will zum Schluss kommen. Ich hatte gesagt, in Richtung derer, die sagen, es könnten Hunderttausende kommen, die Befürchtung gibt es nicht mehr, das Kontingent begrenzt die Zahl. Diejenigen, die sagen, es sind sowieso nur 50.000 bis 60.000, denen sage ich, ja, dann ist es aber auch nicht so schlimm, dass man 3 bis 4 Jahre wartet, in Anbetracht der Tatsache, dass die meisten europäischen Länder ohnehin Wartefristen von 3 bis 5 Jahren haben. Meine Damen und Herren, am Ende einer harten Debatte muss ein Ergebnis stehen, wenn es um Menschen geht. Unser Ergebnis, unser Kompromiss steht für Humanität und Verantwortung, für Integration und Begrenzung, für Großzügigkeit und Realismus. Und in dem Sinne bitte ich um Ihre Zustimmung.
Bundesinnenminister Thomas de Maizière verteidigt den Kompromiss, der gefunden worden ist zwischen Union und SPD am Rande der Koalitionsverhandlungen und der den Familiennachzug subsidiär schutzbedürftiger bis Ende Juli aussetzt und dann neu regelt. Jetzt Eva Högel, stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion. Der eine oder die andere denkt vielleicht in diesen Tagen, gibt es nicht wichtigere Themen in unserem Land als den Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte? Rente, Pflege, Wohnen, Bildung, Arbeitsmarkt, Sicherheit, die Zukunft Europas, zentrale und wichtige Themen, über die wir gerade jetzt auch in diesen Tagen bei den Koalitionsverhandlungen ringen und natürlich darüber hinaus immer hier im Deutschen Bundestag und in unserer Gesellschaft intensiv beraten und debattieren. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, trotzdem ist es richtig und wichtig, dass wir gemeinsam hier in diesem Haus so engagiert um den richtigen Kurs in der Flüchtlingspolitik ringen. Denn der Umgang in unserem Land mit Menschen, die bei uns Schutz und Sicherheit suchen, der ist ein Gradmesser dafür, wie ernst wir es meinen mit Menschenwürde und dem Schutz der Familie. Wir haben ja gestern zusammen in der Gedenkstunde gesessen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Und viele von Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, waren dabei. Anita Lasker-Wallfisch hat eine wirklich bewegende und sehr beeindruckende Rede gehalten. Und ich finde, sie hat uns für unsere Debatte heute hier morgen und für unsere Entscheidung etwas mitgegeben. Ich zitiere: Für uns haben sich die Grenzen damals hermetisch geschlossen und nicht wie hier geöffnet. Dank dieser unglaublich generösen, mutigen, menschlichen Geste, die hier gemacht wurde. Zitat Ende. Und ich finde, wir sollten gemeinsam stolz darauf sein, dass Deutschland ein Sehnsuchtsort geworden ist und ein weltoffenes Land, in dem die Menschenwürde unser wichtiges Grundrecht ist. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, weil die Menschenwürde und der Schutz der Familie nicht nur für Deutsche gilt, und nicht nur für Christinnen und Christen, ringen wir hier heute Morgen und an vielen Stellen bei unseren Debatten um den richtigen Weg. Und wir machen es uns nicht einfach. Niemand macht es sich einfach, weder hier im Haus noch darüber hinaus. Und zur Wahrheit gehört auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, und das macht es ja so schwer, dass nicht alle Menschen, die verfolgt sind, nicht alle Menschen, die in einem Bürgerkriegsland leben, nicht alle Menschen, die in ihrem Heimatland keine Perspektive haben, bei uns Schutz und Sicherheit bekommen können oder eine Perspektive und eine gute Integration. Und deswegen müssen wir hier im Bundestag entscheiden, wer zu uns kommen darf und wer hier bleiben darf. Und dass wir uns diese Entscheidung auch heute Morgen nicht leicht machen, ich finde, das zeichnet uns auch aus. Der Familiennachzug, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Familiennachzug hat alles, was wir bei der Zuwanderung wollen und was wir uns wünschen. Er findet legal statt, er findet sicher statt, er findet geordnet statt, und zwar nicht durch Schlepper und Schleuser, und er ist absolut gut und wichtig für unsere Integration. Und deshalb ist es für die SPD, und das möchte ich heute Morgen hier noch mal sehr deutlich sagen, immer sehr schwer, den Familiennachzug auszusetzen, zu begrenzen oder deutlich zu reduzieren. Und trotzdem, auch das sehr deutlich, ist der Kompromiss, wie Herr de Maizière schon gesagt hat, der Gesetzentwurf, den wir heute vorlegen, ein akzeptabler Kompromiss, den wir auf jeden Fall mittragen und den wir auch mit vereinbart haben. Das Wichtigste vorab, liebe Kolleginnen und Kollegen, ab dem 1. August 2018 soll es wieder Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte geben. Das ist die gute Botschaft und die wichtige Nachricht. Und damit es überhaupt wieder Familiennachzug gibt, denn wir kennen die Mehrheiten hier in diesem Haus auch, haben wir uns darauf verständigt, dass wir jetzt für 4 weitere Monate den Familiennachzug aussetzen und diese Verlängerung beschließen. Frau Högel, gestatten Sie eine Zwischenfrage, Kollegin Kubicki? Ja, bitte. Frau Kollegin Dr. Högel, gehe ich recht in der Annahme, dass, wenn die Sozialdemokraten diesem Gesetzentwurf nicht zustimmen würden, wir ab 1. April diesen Jahres einen unbegrenzten Familiennachzug hätten und gar keine Härtefallregelung bräuchten? Herr Kubicki, wir haben unter den gegebenen Umständen
nach intensiver Debatte beschlossen, den Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte für 2 Jahre auszusetzen, und zwar bis zum März diesen Jahres. Und die Rahmenbedingungen, unter denen wir das gemacht haben, sind, glaube ich, hier bekannt. Und ich lege in meiner Rede jetzt dar, warum es uns allen, denen der Familiennachzug am Herzen liegt und eine humanitäre Flüchtlingspolitik, nicht leicht fällt. Und trotzdem habe ich deutlich gesagt, dass dieser Gesetzentwurf, den wir heute beraten und beschließen, ein ganz wichtiger Schritt ist, ein Kompromiss, den wir jetzt eingehen, um eine gute Neuregelung ab 1. August auf den Weg zu bringen. Der einzige Zweck dieser Verlängerung, die wir heute Morgen beschließen, ist es, eine neue Regelung zu formulieren, mit der wir gewährleisten, dass ab dem 1. August 2018 wieder Familienangehörige von subsidiär Schutzberechtigten zu uns kommen können. Und in der ersten Lesung am 19. Januar habe ich für die SPD-Fraktion hier ausgeführt, dass wir wollten, dass in diesem Gesetzentwurf das Datum 31. Juli 2018 explizit genannt wird. Und das ist jetzt der Fall. Denn bis dahin wird längstens verlängert und danach gibt es Familiennachzug. Mit dieser Regelung, mit dieser Übergangsregelung greifen wir noch nicht einer Neuregelung vor, die ab 1. August greifen soll. Denn diese Neuregelung, liebe Kolleginnen und Kollegen, die wollen wir hier im Deutschen Bundestag gemeinsam sorgfältig beraten, sorgfältig formulieren und dann miteinander beschließen. Und das soll dann sicherstellen, dass ab 1. August wieder Menschen über den Familiennachzug zu uns kommen können. Der zweite Punkt, der der SPD wichtig war und den wir auch gewährleistet haben, das ist, dass bereits wieder Anträge gestellt werden können. Wir haben entsprechende Informationen aus dem Auswärtigen Amt, dass bereits jetzt wieder Anträge entgegengenommen werden können, Menschen eine Beratung bekommen können und die Anträge auch soweit möglich bearbeitet werden können. Und jetzt komme ich noch zu dem Punkt der Härtefälle, weil das auch etwas ist, was uns allen natürlich sehr am Herzen liegt. Wir haben nach § 22 Aufenthaltsgesetz eine Regelung, mit der für Härtefälle Visa ausgestellt werden können und Menschen, die unter einen Härtefall fallen, eine Aufenthaltserlaubnis bekommen können. Im letzten Jahr waren das 66 Personen. Und deswegen sage ich ganz deutlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist unsere gemeinsame Aufgabe, diese Härtefallregelung anders auszulegen und anders auszugestalten, dass unter diese Härtefälle mehr als 66 Personen fallen und dass vor allen Dingen die Härtefallregelung, so wie es richtig und wichtig ist, interpretiert wird im Sinne des Kindeswohls und unter Berücksichtigung der UN-Kinderrechtskonvention. Das ist unsere Aufgabe. Wir gehen heute hier mit dem Gesetzentwurf, und ich werbe für die SPD-Fraktion um Zustimmung, einen ersten wichtigen Schritt. Wir verlängern die Aussetzung des Familiennachzugs längstens bis 31.07. Das ist vereinbart und das ist notwendig, um uns Zeit zu schaffen für eine Neuregelung. Und dann wollen wir gemeinsam diese Neuregelung hier miteinander debattieren. Und ich hoffe sehr, dass es eine Neuregelung sein wird, mit der Menschen zu uns kommen können und die einen akzeptablen Kompromiss darstellt. Dafür werbe ich. Herzlichen Dank. Eva Högel, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, hebt besonders auf die Härtefälle ab. Einen davon hat Luise Amtsberg vorhin geschildert aus der Grünen Fraktion. Und Sie haben es vielleicht gesehen, dass der geschäftsführende Außenminister Sigmar Gabriel sich zwischenzeitlich mit Luise Amtsberg über den Fall unterhalten hat. Jetzt Christian Wirth. Er ist für die AfD, er ist Mitglied im Innenausschuss. Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordneten, guten Morgen. Die AfD beantragt den Wegfall des Anspruchs auf Nachzug der Familienangehörigen von subsidiären berechtigten Migranten aufzuheben. Die Große Koalition will sich nunmehr dahingehend geeinigt haben, dass die Aussetzung des Nachzuges für Migranten mit eingeschränktem Schutz bis zum 31. Juli befristet werden soll und sodann auf 1.000 Menschen pro Monat begrenzt wird, ergänzt um eine bereits bestehende Härtefallregelung. Die Interpretation zwischen den Koalitionspartnern ist abenteuerlich. Warum die Aussetzung befristen, wenn seit 2016 die Einsicht bei den Regierungsparteien besteht, dass der Nachzug nicht angebracht ist? Wir sind der Auffassung, dass eine Familienzusammenführung nicht in unserem Land zu erfolgen hat, sondern zum Beispiel in Schutzzonen in Syrien, welches zum größten Teil befriedet ist. Des Weiteren kann es Familienzusammenführungen in Nachbarländern in Schutzzonen und Schutzlagern geben, was Aufgabe der UNO ist und nicht der Bundesrepublik Deutschland.
Die Entscheidung von Frau Merkel 2015, die deutschen Grenzen von einer Flut Migranten überrennen und durch weiterhin offen zu lassen, ist ein eklatanter Rechtsbruch, so bereits die ehemaligen Verfassungsrichter, die Fabio und Papier, so der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages. Und auch das OLG Koblenz hat in seiner Entscheidung vom 14.02.2017 zu Problemfällen der illegalen Einreise in das Bundesgebiet wörtlich festgestellt, die rechtsstaatliche Ordnung in der Bundesrepublik ist in diesem Bereich jedoch seit rund 1,5 Jahren außer Kraft gesetzt. Die Auswirkungen dieses permanenten Rechtsbruchs werden die Bürger Deutschlands auf Generationen finanziell, kulturell und in der inneren Sicherheit massiv belasten. Die Neue Züricher Zeitung hat im Sommer 2017 veröffentlicht, dass der Schweizer Finanzwissenschaftler Raffelhücher errechnet hat, dass aufgrund des geringen Bildungsniveaus jeder Migrant in seiner Lebenszeit per Saldo uns 450.000 Euro kostet. Bei ca. 2 Millionen Migranten von 2015 bis 2018 entspricht das in Gesamtkosten in Höhe von etwa 900 Milliarden Euro. Einfach atemberaubend. Mit dieser Summe würden die größten Probleme in der Rentenversicherung, der Alters- und Kindersarmut und der Bildung in Deutschland behoben werden können. Eine Regierung, die einen solchen Rechtsbruch verursacht, sollte bemüht sein, diese Schäden zu mindern bzw. zu beheben, etwa dadurch, dass die Grenzen nach geltendem Recht geschlossen und eine Rückführung bzw. Abschiebung der illegalen Migranten vorgenommen wird, wie auch schon von Frau Merkel gefordert. Das Wichtigste ist Rückführung, Rückführung und nochmals Rückführung. Und es bedarf einer nationalen Kraftanstrengung bei der Abschiebung. Schneller vergessen als gesprochen. Aber will die Bundesregierung überhaupt die subsidiären Migranten zurückführen? Wir haben eine Antwort darauf. Nein, will sie nicht. Lippenbekenntnisse. Wie eine Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der AfD zeigt, ist seitens der Bundesregierung eine solche Rückkehr überhaupt nicht gewollt, unabhängig davon, ob eine Bedrohungssituation vor Ort in Syrien noch besteht. In der Antwort auf die Kleine Anfrage schreibt die Bundesregierung, der Rückgang militärischer Gewalt in Teilen Syriens ist nicht mit einem Ende des Konfliktes gleichzusetzen. Welchen Maßstab legt die Bundesregierung an, da die letzte Lagebeurteilung Syriens von 2012 stammt? Dies ergibt sich dann aus der weiteren Antwort. Ein Ende des Konfliktes muss durch eine verhandelte politische Lösung herbeigeführt werden, die derzeit auch wegen fehlender Teilnahme des syrischen Regimes am Friedensprozess der Vereinten Nationen in Genf nicht absehbar ist. Hier sieht man, dass die Bundesrepublik die Rückführung syrischer Migranten mit einem rhetorischen Trick auf ewige Zeiten verschieben kann. Hiermit begeht die Bundesregierung abermals einen erheblichen Rechtsbruch zulasten Deutschlands, dann natürlich auf die tatsächliche Bedrohungslage abzustellen ist. Damit hat sich prinzipiell auch die derzeitige Situation über den seit knapp 2 Jahren ausgesetzten Familiennachzug von Syrern erledigt. Der vollkommene Familiennachzug wird kommen. Doch der Hiobsbotschaft noch nicht genug. Denn der Spiegel meldet in seiner Ausgabe vom 13.01.2018, dass der GroKo-Betrug mit dem Asylrecht noch viel schlimmer ist, als man sich je vorstellen konnte. Bereits im November 2017 hat das Europaparlament eine Änderung der Asylbestimmungen beschlossen. Danach soll künftig nicht mehr das Land in der EU, das ein Migrant zuerst betritt, für dessen Asylverfahren zuständig sein, sondern das Land, zu dem bereits Verbindungen bestehen. Solche Verbindungen können aufgrund früherer Aufenthalte bestehen oder dass sich bereits ein Angehöriger im Land befindet. Nach Parlamentsvorschlägen soll faktisch die bloße Behauptung einer Familienverbindung ausreichen. Zitat: Wenn jeder der über 1,4 Millionen Menschen, die seit 2015 in Deutschland Asyl beantragt haben, zur Ankerperson für neu in der EU ankommende Migranten wird, reden wir über eine ganz andere Größenordnung als bei der Familienzusammenführung. So Innenstaatssekretär Ole Schröder, CDU. Und was machen die Abgeordneten der CDU, CSU, SPD und FDP im Europaparlament? Sie stimmen dieser vollkommen irrsinnigen Regel zu und dürfen sich bald als Garanten einer neuen Völkerwanderung nach Deutschland feiern lassen.
Hiermit sind auch sämtliche geplanten Pseudo-Obergrenzen bei der Migration in Höhe einer Sozialhilfe-Großstadt von 220.000 Personen, also in der Größenordnung wie zum Beispiel Freiburg, Makulatur und ein neues Geschäftsfeld für Schleuser eröffnet. Besonders bekannt, und das sage ich in Richtung der CSU, die in diesem Jahr in Bayern Landtagswahlen hat, dass diese Regelung auch von der CSU-Europaabgeordneten Hohlmeier getragen wird, immerhin die Tochter von Franz Josef Strauß. Und zur FDP, nur im Wahlkampf bei der AfD abkupfern reicht nicht, man muss auch liefern. Die CDU-CSU hat in ihrem Wahlkampfprogramm behauptet, man habe 2015 gelernt, die Migration soll auf einem niedrigen Stand gehalten werden, was auch immer das ist. Der Bürger hätte aufatmen können, wenn da nicht zwei Anglizismen folgen würden, die die wahre Absicht der CDU-CSU verschleiern. Nämlich, dass die CDU-CSU jedem durch Resettlement und Relocation nachkommen will. Auf Deutsch durch Neubesiedlung und Umsiedlung. Nicht umsonst hat unser heutiger Präsident Herr Schäuble bereits 2016 belehrt, wir bräuchten die Migration aus Afrika und dem Nahen Osten, um in Europa nicht in Inzucht zu degenerieren. Meine Damen und Herren, dies ist das Vokabular der Replacement-Agenda der UNO und der EU, nachzulesen ab 2001 auf den offiziellen Seiten der UNO und der EU, wonach für Europa eine Migration aus Nahost und Afrika gefordert wird, um den Nationalstaaten in Europa das Rückgrat zu brechen, mit einer Quote für Deutschland von an die 12 Millionen Menschen. Nach diesem Abstimmungsverhalten im Europaparlament fordern wir die Altparteien auf, endlich Farbe zu bekennen. Wenn sie weiterhin die Massenmigration nach Deutschland wollen, wie die beiden linkspopulistischen Parteien im Bundestag, dann sagen sie es jetzt und ehrlich und machen den Weg für Neuwahlen frei. Ansonsten beginnen sie endlich damit, Politik zu machen für die, die sie gewählt haben und die sie bezahlen. Für das deutsche Volk und Deutschland. Stimmen Sie unserem Antrag zu. Vielen Dank. Christian Wirth, für die AfD malt das Bild einer Massenzuwanderung nach Deutschland. Hier in der Debatte über den Familiennachzug für subsidiär schutzberechtigte Flüchtlinge. Nächster Redner ist Stefan Tomäwi. Die alle anderen Fraktionen gibt es auch von der FDP einen eigenen Gesetzentwurf zu dem Thema. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir beraten heute 4 Gesetzentwürfe und einen Antrag und hören von Ihnen, Herr Bundesinnenminister, dass Sie einen Kompromiss gefunden haben, einen Ausgleich zwischen den Vorstellungen der Union und den Vorstellungen der SPD und erläutern uns, was ein Kompromiss ist. Was Sie aber nicht sagen, ist, dass dieser Kompromiss jemanden kompromittiert, nämlich die SPD. Denn wir hören schon, dass die Streitigkeit beginnt um die Lesart, um die Deutung Ihres Änderungsentwurfs. Hat sich denn nun die Union durchgesetzt auf ganzer Linie oder hat die SPD ihre Fußspur hinterlassen? Vielleicht kann ich bei diesem Streit die Lösung sagen. Die Union hat sich durchgesetzt auf ganzer Linie. Das, was Sie uns heute vorstellen, ist das, was Sie immer schon von der Union gesagt haben, nur sprachlich schlechter und eigentlich völlig unverständlich. Und ich will kurz sagen, weshalb das so ist. Sie sagen, bis zum 31.07. gibt es keinen Familiennachzug. Und ab dem 1.08. dieses Jahres gibt es ein Kontingent von 1.000 Menschen pro Person aus humanitären Gründen. Und jetzt beginnt schon die Unklarheit. Ist das ein Tatbestandsmerkmal? Also gibt es nur Menschen, die aus humanitären Gründen nachziehen können, bis maximal 1.000? Oder ist das die Begründung sozusagen, aus humanitären Gründen erlauben Sie 1.000 Menschen den Nachzug plus Härtefälle, so wie es die SPD deuten will. Nur so steht es gar nicht im Gesetz. Im Gesetz, in Ihrem Entwurf steht 1.000 Menschen aus humanitären Gründen, was immer das genau ist, bis die Zahl von 1.000 erreicht ist. Und das ist doch Ihre Vorstellung immer gewesen. 1.000 ist eine Obergrenze. Sie schaffen sogar eine Obergrenze für Härtefälle. Und das, meine ich, das kann nicht angehen. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Hagedorn? Ja, gestatte ich. Kollege, lieber Kollege Herr Thome, ich finde es ganz spannend. Sie haben darauf hingewiesen, dass hier 4 Anträge vorliegen, einer davon von der FDP. Und Sie arbeiten sich jetzt mit der Masse Ihrer Redezeit an dem gefundenen Kompromiss zwischen CDU, CSU und SPD ab. Auch die Zwischenfrage von Herrn Kubicki gerade eben an unsere Kollegin Eva Högel hat schon den falschen Eindruck erweckt.
als ginge der FDP der Familiennachzug hier gar nicht weit genug. Fakt ist aber, dass bei der gefundenen Regelung jetzt ein Kontingent kommen wird. Ich muss keine Frage stellen, lesen Sie mal die Geschäftsordnung, sondern dass die FDP einen Antrag vorgelegt hat, der darauf abzielt, eine Aussetzung des Familiennachzugs für die nächsten 2 Jahre zu machen. Und auch die Kollegen von den Grünen, bei Jamaika gab es ja auch eine Regelung, da war es 1 Jahr. Also in Wahrheit ist es so, dass der hier gefundene Kompromiss zwischen uns an Humanität, was den Familiennachzug anbelangt, deutlich mehr bringt für die Menschen, um die es geht, als bei der FDP und übrigens auch als bei den Grünen. Frau Kollegin Hagedorn, bitte lesen Sie unseren Antrag ganz und gründlich. Wir wollen in der Tat, dass kein ungeregelter, kompletter Nachzug erfolgen kann. Wir wollen eine geregelte Nachzugsregelung, die auch vorsieht, dass der Nachzug weiter aussetzt bleibt. Aber, und jetzt kommt der springende Punkt, den Sie nicht gelesen haben, dass wir eine klare Härtefallregelung haben wollen. Ein Härtefall, der sowohl in der Person dessen liegt, der hier bereits im Lande lebt, als auch in der Person dessen liegen kann, der nachziehen will. Und jetzt kommt der große Unterschied. Wir sagen, warum wollen wir denn nicht auch den Menschen, die gut integriert sind und sie selbst versorgen, die hier Arbeit gefunden haben, Deutsch sprechen, straffrei geblieben sind, die hier arbeiten, Geld verdienen, ihre Miete bezahlen, Steuern bezahlen, denen nicht auch den Nachzug der Familie ermöglichen? Das ist doch der wesentliche Unterschied. Da finde ich in Ihrem Entwurf nichts, aber auch gar nichts. Und wenn Sie der Anhörung, die wir am Montag hier im Parlament hatten, beigewohnt haben, da sind Sie auch da gewesen, haben Sie vielleicht bemerkt, dass etwas ganz, ganz Seltenes und Außergewöhnliches passiert ist. Sogar die von der Regierung benannten Sachverständigen haben attestiert, klar und deutlich, dass diese Kontingentierung von 1.000 pro Monat mal übergangsweise eine Zwischenlösung sein kann, dass aber am Ende die Vorstellung der FDP die richtige ist, klar zu definieren, welche Härtefälle sind notwendig. Und sogar der Vertreter des Deutschen Städte- und Gemeindetages hat deutlich gemacht, dass das, was die FDP vorgelegt hat, schon durchschimmern lässt, was die endgültige Regelung sein muss, dass die FDP den richtigen Entwurf vorgelegt hat. In diese Richtung muss es gehen. Das ist etwas ganz Seltenes, dass sogar die regierungsbernten Sachverständigen einen Oppositionsentwurf als den richtigen vorstellen. Stattdessen haben wir hier eine Regelung mit 1.000 pro Monat, sogar eine Begrenzung, Konjunktierung der Härtefälle ist bei Ihnen vorgesehen. Und was erzeugen Sie denn damit? Sie erzeugen, dass sogar bei den Härtefällen Warteschlangen entstehen, Herr Bundesminister. Warteschlangen von Menschen, von denen Sie nicht sagen, wie Sie es priorisieren wollen. Wie wollen Sie denn sicherstellen, dass nicht die schlimmsten, gravierendsten Fälle am längsten warten müssen? Nichts, nichts davon findet sich in Ihrem Entwurf, dass Sie das als christliche Politiker. Herr Kollege Thome, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage? Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das fürchte ich schon. Ich komme erst in Rage. Herr Kollege Thome, was schätzen Sie denn, wie viele Jahre so ein geflüchteter Mensch hier bei uns gut integriert sein muss, um Deutsch zu sprechen, eine Wohnung zu haben, eine Wohnung bezahlen zu können, Arbeit zu haben, damit Sie ihm dann erlauben würden, seine Familie nachzuholen? Nein, Frau Kollegin, da schätzen Sie mich völlig falsch ein. Wir haben bereits eine ganze Reihe von Fällen von Menschen, die bereits hier leben, seit gar nicht allzu langer Zeit hier sind, bereits gut Deutsch sprechen, sich redlich bei uns verhalten, gegen die kein Einwand besteht, die hier arbeiten und in der Lage sind, ihre Familie nachzuziehen. Ich kann Ihnen keine Zahlen nennen, aber dass es solche Fälle bereits jetzt gibt, daran kann in meinen Augen kein Zweifel bestehen. Und was wir eben erreichen wollen, ist, dass Menschen, die die Leistung zeigen, ihre Familie nachholen können. Das aber ist in Ihrem Entwurf nicht zu erkennen. Und deswegen sind wir der Meinung, dass
das, was Sie uns hier vorlegen für eine christlich gewählte Regierung, nicht der große Wurf sein kann. Ich glaube, Sie vertagen das Problem, verschieben es auf eine Lösung in einem noch zu erlassenen Gesetzentwurf, der dann kommen soll, wenn die Tinte unter dem Koalitionsvertrag trocken sein wird. Was dann kommt, da sind wir sehr gespannt. Ich bin jedenfalls gespannt, Frau Nahles, Herr Schulz, wie Sie Ihrer Partei das, was hier von Ihnen als Kompromiss ausgehandelt worden ist, schmackhaft machen wollen. Wir sind sehr gespannt, wie dieses Thema weitergehen wird. Vielen Dank. Stefan Thome, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Fraktion. Auch die FDP hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, will den Familiennachzug ausgesetzt lassen, lässt aber Ausnahmeregelungen zu. Jetzt Dietmar Bartsch für die Linksfraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, was wir in den letzten Wochen von Union und SPD beim Thema Familiennachzug erlebt haben, das ist wirklich ein Trauerspiel. Es ist ein Trauerspiel zu Lasten der Menschlichkeit. Diese Einigung, meine Damen und Herren, ist offensichtlich ein Vorgeschmack für die kommenden schwarz-roten Jahre und wahrhaftig kein guter. Es ist doch so, Sie streiten wie die Irren und dann machen Sie faule Kompromisse. Herr de Maizière, Sie hätten bei Wikipedia nicht nachschauen sollen bei Kompromiss, sondern bei fauler Kompromiss, dann hätten Sie auch was anderes hier vorlesen können. Und wenn Sie dann hier sagen, das ist so ähnlich wie in einem Tarifkonflikt, ist es überhaupt nicht. Hier geht es um Menschen. Fragen Sie mal die Leute, die da draußen demonstrieren. Das ist ein unzulässiger Vergleich. Familienzusammenführung zu ermöglichen, ist eine moralische Pflicht, meine Damen und Herren. Die Aussetzung soll nun bis zum 31.07. verlängert werden und danach sollen dann 1.000 Familienangehörige pro Monat kommen können. Nun haben Sie erzählt, das ist keine Willkür. Natürlich ist es Willkür. Warum dann nicht 900? Warum dann nicht 1.500? Es ist reine Willkür. Und dann sagen Sie, Sie haben keine Kriterien. Was denn das für ein Eingeständnis? Das müssten Sie mal dem Deutschen Bundestag sagen. Was gibt es denn für Kriterien für diejenigen, die kommen können? Nein. Ich muss da im Kern sagen, in einem hat der Kollege Thome völlig recht gehabt. In dieser Frage hat sich die Union komplett durchgesetzt. Dobrindt sagt, es gibt keinen Rechtsanspruch auf Familiennachzug mehr. Und da hat er mal einfach recht. Und das bedauere ich sehr, meine Damen und Herren. Ersetzt wird das durch eine bloße Ermessensregelung. Da steht drin, nach der bis zu 1.000 Familiennachzüge pro Monat ermöglicht werden können. Bis zu können. Ich meine, es können noch zwei sein oder einer. Es ist eine Willkürregelung und das geht so überhaupt nicht. Dann kommt noch die Härtefallregelung. Wegen der Härtefallregelung wurden im gesamten letzten Jahr 66 Visa ausgestellt. Das sind so gut 100 Leute, die da betroffen sind. Und das feiert die SPD. Das ist doch unfassbar, wenn das jetzt verlängert wird. Es kann doch wirklich nicht wahr sein. Sie müssen sich mal überlegen. In Syrien, in Nordsyrien, flüchten jetzt tausende Menschen, unter anderem auch vor deutschen Panzern. Da haben Sie kein Engagement. Aber bei diesen wenigen engagieren Sie sich. Ich meine, wenn das umgesetzt wird bei den 45, 50, 60.000, wie viel immer das sein mögen, dann dauert das 4, 5 Jahre, länger als die Koalition ist. Aber, meine Damen und Herren, das wird ein Lottospiel. Und Familie darf doch kein Lottospiel sein, meine Damen und Herren. Ich meine, wir reden hier über Menschen, denen in ihrer Heimat eine Gefahr fürs Leben droht, die aus Bürgerkriegsgebieten flüchten. Und hinter diesem sperrigen Namen subsidiär verstecken sich schwerste Schicksale. Und mit dieser Regelung werden diese Schicksale noch mal gnadenlos erschwert. Und da frage ich mich, liebe Union, Familienpartei, ich will mal Andi Scheuer zitieren, Ehe und Familie stehen bei der CSU im Mittelpunkt. Ich wehre mich gegen jegliche Relativierungsversuche. Ja, gilt das denn nur für einige oder gilt das für alle? Ich will Sie mal ans Grundgesetz erinnern. Familie und Ehe stehen unter dem besonderen Schutz staatlicher Ordnung. Der Schutz der Familieneinheit ist ein Menschenrecht, meine Damen und Herren. Das ist das. Das gilt nicht nur für den deutschen Pass, sondern das gilt generell. Wo ist denn das C in Ihrer Partei, meine Damen und Herren? Und wenn Sie uns das schon nicht abnehmen, der Linken,
dann hören Sie doch wenigstens auf die Kirchen. Wenn ich jetzt alle Zitate von den Kirchen Deutschlands hier anbringe, muss ich eine Stunde reden. Aber zumindest zwei will ich Ihnen nicht ersparen. Herr Jüsten sagt, der Vertreter der katholischen Bischöfe in Berlin, es ist eine untragbare Härte, wenn Familien auf unabsehbare Zeit getrennt werden, meine Damen und Herren. Und Herr Bedford-Strom sagt, Herr Bedford-Strom, der EKD-Vorsitzende, sagt, wer um seine Familie fürchtet, der kann sich kaum integrieren. Nehmen Sie doch wenigstens das Wort der Kirchen in Deutschland ernst, meine Damen und Herren von der Union. Das wäre das Mindeste. Herr Kollege Bartsch, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Herr Kollege Ehren auf AfD. Sehr geehrter Herr Kollege, wenn man Sie reden hört, hat man den Eindruck, dass Sie unter dem Aspekt der Menschlichkeit gar nicht genug Menschen in unser Land einwandern lassen können. Ist Ihnen dabei bewusst, dass für jeden Einwanderer in unser Land irgendwo in Deutschland ein deutscher Familienvater oder eine andere Person für diese Menschen mitarbeiten muss? Und sind Sie nicht der Meinung, dass das Geld, was dafür verwendet wird, und wir haben diese Zahl ja eben sehr eindrücklich gehört, dass wir hier in Größenordnung von vielleicht 900 Milliarden Euro uns bewegen werden in den nächsten Jahrzehnten. Sind Sie der Meinung, dass dieses Geld, was Sie hier so großzügig bereit sind auszugeben, wirklich vielleicht Ihr Geld ist? Oder glauben Sie nicht auch, dass das Geld der Steuerzahler ist, mit dem man hier auch mit einer großen Verantwortung umzugehen hat? Dankeschön. Sehr geehrter Herr, Ihren Namen habe ich nicht verstanden, muss ich mir aber vielleicht auch nicht merken. Also, um das ganz klar zu sagen, was Sie hier gerade gefragt haben, geht an der Sache so unendlich vorbei. Wissen Sie, welche Personengruppe es betrifft? Und ich will Ihnen eins ganz klar sagen, damit das auch einmal, vielleicht begreifen Sie das ja sogar. Für meine Fraktion, für die Linke, ist eines ganz klar. Wir wollen für Bedingungen sorgen, dass jedes Kind, egal wo es geboren wird, dort seine Entwicklungsmöglichkeiten entfalten kann und auch später entscheiden kann, wo es hinkommt. Wir kritisieren, dass über Fluchtursachen nicht geredet wird, dass sogar aus Deutschland ein Beitrag geleistet wird zu Flucht und Vertreibung, aktuell in Nordsyrien. Das ist unsere Position, aber nicht eine Fremdenfeindlichkeit, die davon ausgeht, dass möglichst abgeschottet wird und am Ende auf Flüchtlinge geschossen wird, wie das auf Ihrer Fraktion gesagt wird. Das wollen wir nicht, meine Damen und Herren. Und da sich die Union bei diesem Kompromiss, faulen Kompromiss, durchgesetzt hat, will ich auch noch einmal für die SPD eine Einschätzung zitieren, nämlich die Einschätzung des Deutschen Anwaltsvereins. Frau Gisela Seidler sagt, dieses Gesetz bedeutet eine unglaubliche Verschlechterung für die Menschen. Aus einem Rechtsanspruch wird reines Ermessen gemacht. Die SPD hat unsagbar schlecht verhandelt. Liebe Sozialdemokraten und Sozialdemokraten, was habt ihr eigentlich im Wahlkampf gesagt? Wie habt ihr diesen Jamaika-Kompromiss kritisiert? Es ist doch unfassbar. Ich meine, das wäre hier die Möglichkeit, im Übrigen glaubwürdig aus diesem Wahnsinnsprojekt Schwarz-Rot auszusteigen. Das wäre mal eine Idee, da könnte man glaubwürdig rauskommen. Ich will und meine Fraktion will, dass jedes Kind in Sicherheit bei seiner Familie aufwachsen kann. Das muss Normalität überall auf der Welt sein. Dieses Gesetz ist willkürlich, moralisch fragwürdig und unmenschlich. Herzlichen Dank. Sie haben die Gelegenheit, es abzulehnen. Dankeschön. Dietmar Bartsch, der Vorsitzende der Linksfraktion hier im Bundestag. Dazwischen gab es eine Zwischenfrage von Thomas Ehrhorn aus der AfD-Fraktion. Und die nächste Rednerin in der Debatte ist die Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Katrin Göring-Eckardt. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir werden über dieses Gesetz abstimmen. Und ich bitte Sie, jede und jeden Einzelnen in diesem Haus, überlegen Sie sich, was wäre, wenn es Ihr Kind wäre.
Nein, Sie brauchen, ich nehme an, auch Sie haben Kinder, für die Sie Verantwortung haben, liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD. Und wenn ich mir vorstelle, eines Ihrer Kinder würde irgendwo im Kriegsgebiet warten und Sie könnten es nicht nachholen, dann würden selbst Sie mit Ihrer menschenverachtenden Parolen hier, selbst Sie würden sagen, ich tue alles für dieses Kind, meine Damen und Herren. Und ich will... Nein, das AfD-TV, ich lasse keine Fragen zu. Sie können das machen ohne uns. Aber ich will auch die Kolleginnen und Kollegen von der CSU, christlich und sozial, nennt sich diese Partei ja, einmal fragen, wie kann es eigentlich sein, dass Sie die Frage, ob Familien zusammenkommen können, ob Kinder in den Flieger steigen können und sicher nach Deutschland können. Das machen Sie zur Gretchenfrage einer Koalition. Das machen Sie zur Gretchenfrage für dieses Land. Das ist doch nicht christlich. Das ist doch nicht sozial. Das ist doch komplett absurd, meine Damen und Herren. Wenn Sie heute Morgen hier vor dem Bundestag gesehen hätten, dass da eine Reihe von Demonstrantinnen und Demonstranten standen, mit denen ich unter anderem geredet habe. Dort waren zwei Jungs aus Syrien, 8 Jahre und 6 Jahre alt. Diese beiden Jungs sind hierher gekommen mit ihrer älteren Schwester. Und ihre Eltern sind nach wie vor in Syrien. Und sie sind genau dort in Syrien, wo gerade die Türkei mit deutschen Panzern angreift. Und ich habe diesen beiden Jungs versprochen, dass ich das hier sagen werde, dass ich ihnen das hier sagen werde. Diese beiden Kinder warten seit 2 Jahren darauf, dass Mutter und Vater zu ihnen kommt. Es wäre doch alles andere als unmenschlich, wenn man nicht sagen würde, ja, selbstverständlich müssen die Eltern dieser beiden Jungs, die hier draußen standen, die schon Deutsch gelernt haben, die alles daran setzen, hier anzukommen, die alles daran setzen, hier in Frieden zu leben, die brauchen doch Mutter und Vater. Ist doch absurd zu sagen, vielleicht ist das ein Härtefall oder vielleicht eben auch nicht, meine Damen und Herren. Und sie schaden dem Ansehen dieses Landes. Sie schaden aber auch dem Rechtsstaat. Die Leute da draußen haben nämlich ganz sicher gewartet. Die waren auch ziemlich ruhig die ganze Zeit. Denen hatten sie nämlich gesagt, in 2 Jahren geht es wieder. Aber die haben sie betrogen. Und jetzt fragen sie, wieso bin ich eigentlich hier in einem Rechtsstaat angekommen, wo mir alle immer sagen, ich muss mich an Recht und Gesetz halten. Ja, selbstverständlich, das wollen die. Und jetzt werden sie betrogen. Jetzt wird ihnen gesagt, nee, April, es ist doch nicht so. Wie können Sie eigentlich auch noch dem Rechtsstaat, dem eigenen Rechtsstaat, das, worauf wir so stolz sind, auf diese Art und Weise schaden? Liebe Union und liebe SPD, ich verstehe es einfach nicht. Frau Kollegin Göring-Eckardt, ich habe richtig verstanden, dass Sie Zwischenfragen der AfD-Fraktion nicht beantworten wollen. Vielen Dank. Ja, und Herr Dobrindt hat ja leider recht. Herr Bartsch hat darauf hingewiesen. Herr Dobrindt hat sehr klar gesagt, die neue alte GroKo schafft das Recht auf Familiennachzug ab. Genau darum geht es. Es geht darum, aus dem, was eigentlich Völkerrecht ist, aus dem, was eigentlich selbstverständlich mit unserem Grundgesetz vereinbar sein muss, nämlich der besondere Schutz von Ehe und Familie, das schaffen Sie ab. Und Sie machen daraus nicht mehr ein Völkerrecht, nicht mehr ein Grundrecht, Sie machen daraus jetzt ein Gnadenrecht. Und ich finde, bei Familie kann es kein Gnadenrecht geben. Und lieber Herr de Maizière, Sie sagen hier am Anfang, wir sollten doch mal darüber nachdenken, dass es ein bisschen Barmherzigkeit geben soll. Und dann machen Sie lange Ausführungen darüber, was bei Wikipedia über Kompromiss steht. Haben Sie vielleicht mal nachgeguckt, was bei Wikipedia über Familie steht, meine Damen und Herren? Darum geht es doch. Es geht doch nicht um irgendeinen Kompromiss, es geht doch um Familie und Kinder hier. Nein, ein bisschen Barmherzigkeit gibt es nicht. Und Härtefälle sind eben Härtefälle. Und es ist sehr nett, Herr Gabriel, dass Sie auf die Anmerkung von Frau Amtsberg hier durch den Saal gegangen sind. Ich nehme an, es gibt auch Fotos davon und wollten sich diesen einen Härtefall noch mal genau anschauen, ob Sie nicht doch etwas tun können. Aber genau das ist doch der falsche Ansatz. Was ist denn ein Härtefall? Sind diese beiden Jungs da draußen ein Härtefall? Muss man schwerstbehindert sein? Was auch immer. Nein! Jeder einzelne Fall, wo Familien getrennt sind, wo Kinder von ihren Eltern getrennt sind, wo Geschwister getrennt sind, jeder einzelne dieser Fälle ist doch ein Härtefall. Das ist doch die Wirklichkeit, wenn es um Familien geht, meine Damen und Herren.
Und Frau Höge, Sie haben darauf hingewiesen, dass Sie das alles dann machen wollen unter der Berücksichtigung der Kinderrechtskonvention. Das kann man nicht. Man kann nicht ein bisschen die Kinderrechtskonvention berücksichtigen. Die Kinderrechtskonvention gilt, das ist der Unterschied, sie gilt für jedes Kind und nicht für 1000 oder nicht für 1000 plus 97. Für jedes einzelne Kind gilt die Kinderrechtskonvention. Und das ist das Problem, was Sie geschaffen haben mit Ihrem sogenannten Kompromiss, meine Damen und Herren. Ich will Sie am Ende, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, ich meine, man kann ja viel darüber reden, auf welche Art und Weise Sie da verhandeln und was uns wahrscheinlich bevorstehen wird, mit dieser Art von großer Koalition, kleine Koalition, kann man ja nur sagen. Sie knicken ein in der Familienfrage. Du liebe Güte, Sie stellen eigentlich hier sogar immer noch die Familienministerin. Ich frage, wie klein will sich die SPD eigentlich noch machen? Sie sind noch in keiner Koalition. Sie können heute hier zeigen, dass es Ihnen wirklich um die Familien geht. Sie können heute hier zeigen, indem Sie diesem unsäglichen Kompromiss, den Sie gemacht haben, den Ihre Führung gemacht hat, nicht zustimmen. Jeder Einzelne von Ihnen kann heute entscheiden, ich setze mich ein für die syrischen Familien, ich setze mich ein dafür, dass jedes Kind das Recht hat, mit seinen Eltern zusammenzuleben. Ich setze mich dafür ein, dass die Frage, was wäre, wenn es mein Kind wäre, beantwortet wird mit, ja, ich würde alles tun dafür, dass diese Kinder hierher kommen können, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Katrin Göring-Eckardt, Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, mit einem Plädoyer für mehr Familiennachzug. So sieht auch der Gesetzentwurf der Grünen aus. Pardon, ich muss mich korrigieren. So sieht doch der Antrag der Grünen aus, der hier nachher noch zur Abstimmung steht. Sie haben es vielleicht gesehen, zwischenzeitlich war hier viel Unruhe im Plenum. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich stelle ein sehr begrenztes Demokratieverständnis bei Frau Göring-Eckardt fest. Ein sehr begrenztes. Offenbar nur für Menschen, die ihrer Meinung sind. Demokratie lebt von verschiedenen Meinungen. Und deswegen ist die AfD hier im Deutschen Bundestag, deswegen sind wir drittstärkste Kraft geworden, damit endlich wieder Pluralismus auch in diesen Deutschen Bundestag einzieht. Eine Kurzintervention von Jürgen Braun aus der AfD-Fraktion. Und Frau Göring-Eckardt, ich finde es armselig, wenn Sie wie ein Bundestagsküken jegliche Zwischenfrage einer Fraktion ablehnen. Ich finde es armselig. Es ist ein Zeichen von mangelnder Kollegialität in diesem Hohen Hause. Und ich sage jetzt gerne das, was ein sehr unangenehmes Thema ist, weil es die Menschen in unserem Lande bewegt. Ich frage, wer ist Familie? Wer gehört zum Beispiel nach Ihrer Auffassung, Frau Göring-Eckardt, zur Familie? Gehört dazu auch die Zweitehefrau? Gehört dazu die Zweitehefrau wie in Pinneberg, wo jetzt ein Syrer den Familiennachzug bewilligt bekommen hat, dass die Zweitehefrau kommen durfte? Es ist unglaublich. Es sind 12 Menschen mittlerweile. 12 Menschen sind mittlerweile auf Kosten der Steuerzahler unseres Landes, die in Pinneberg dort sind, weil Polygamie ermöglicht wird. Polygamie darf in Deutschland keine Zukunft haben. Frau Kollegin Göring-Eckardt, Sie können antworten. Also, ich kann Ihnen eines sagen, ich werde mir von Ihnen nicht erklären lassen, was Demokratie ist, meine Damen und Herren von der AfD. Und zweitens, Ihre Zwischenfragen hier im Parlament, die haben ja vor allen Dingen ein Ziel. Die haben das Ziel, dass Sie noch ein bisschen mehr hier Redezeit haben wollen und noch ein bisschen mehr Ihre Schimpftiraden und in diesem Fall übrigens auch Ihre Unmenschlichkeit darstellen wollen. Das lasse ich in meiner Rede nicht, übrigens aus einem ganz einfachen Grund. Weil ich fand, ehrlich gesagt, Ihren Redner und übrigens auch Ihre Zwischenfrage hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Und ich wollte mich mit dem auseinandersetzen, was die Große Koalition hier vorschlägt. Das ist Demokratie. So, und drittens will ich Ihnen eines sagen. Was ist Familie? Das war Ihre Frage. Was ist Familie?
Und in diesem Fall in Pinneberg geht es um was? Es geht darum, dass eine Mutter zu ihren 4 Kindern, die hier in Deutschland sind, will. Mutter und Kinder, das ist für mich Familie. Genau das, Mutter und Kinder, das ist Familie. Nächster Redner in der Debatte ist der Kollege Dr. Stefan Habert, CDU-CSU. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind endlich. Mit diesen Worten hat Bundespräsident Gauck uns den Weg zu einer verantwortungsvollen Flüchtlingspolitik gewiesen. Und deshalb haben wir in den vergangenen Jahren, weil unser Herz weit ist, die Augen nicht verschlossen vor den Menschen, die Zuflucht in unserem Land gesucht haben. Und wir haben Zuflucht in einer sehr großzügigen Weise gewährt. Weil wir wissen, dass unsere Möglichkeiten endlich sind, wissen wir aber auch, dass man die Aufnahmefähigkeit und die Integrationsbereitschaft eines Landes und einer Gesellschaft nicht überfordern darf. Dem wird der Gesetzentwurf, den wir heute in diesem Parlament verabschieden werden, gerecht. CDU, CSU und SPD haben sich in einer schwierigen Phase, einer schwierigen Aufgabe gemeinsam gestellt. Keine Partei hat es sich einfach gemacht und auch keine beteiligte Person hat es sich einfach gemacht, weil wir wissen, dass es bei Flüchtlingspolitik um den Umgang mit dem Schicksal von Menschen geht. Herr Kollege Habert, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Dr. Sitte? Ich gestatte gerne eine Zwischenfrage der Kollegin Sitte. Danke, Herr Habert. Angesichts des Verhandlungsergebnisses zitiere ich mal zwei Vertreter zwei verschiedener Parteien. Und daran schließe ich meine Frage an. Herr Martin Schulz lässt sich zitieren, wörtlich: Die SPD hat über die im Sondierungsergebnis hinaus vereinbarten 1.000 Angehörige pro Monat eine deutlich weitergehende Härtefallregel durchgesetzt. Dagegen Alexander Dobrindt, ich zitiere wieder: Mit der Neuregelung wird der Anspruch auf Familiennachzug für subsidiär Geschützte endgültig abgeschafft. Neue Härtefallregelungen, die ein Mehr an Zuwanderung bedeutet hätten, gibt es nicht. Nun frage ich Sie als Vertreter der Union, wie ist es denn nun? Wo finde ich eine konkrete, klare Regelung in diesem Gesetz? Wo kann ich es nachlesen? Wenn es nicht in diesem Gesetz steht, dann ist doch daraus nur zu schließen, dass es wieder nur eine Ankündigung ist, die kommen kann, aber nicht kommen muss. Auf jeden Fall ist sie nicht verlässlich. Und wieso glauben Sie angesichts dieser unterschiedlichen Interpretationen, dass Ihnen die Leute, sowohl in der SPD, die darüber entscheiden sollen, ob es diese Koalition geben soll, als eben auch die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land glauben sollen, dass Sie das gebacken bekommen? Frau Kollegin Sitte, Sie haben mich gefragt, wo in diesem Gesetz die Regelungen sind, die einerseits die Bereitschaft, Menschen in einer schwierigen Situation aus humanitären Gesichtspunkten Zuflucht zu gewähren und andererseits der Integrationsfähigkeit unseres Landes Rechnung zu tragen, eigentlich enthalten sind. Ich will es Ihnen gerne erläutern. Wir haben vor dem Hintergrund unserer Überzeugung, dass Zuwanderung auch zahlenmäßig begrenzt werden muss, vorgesehen, dass es einen jährlichen Maximalkorridor von 180.000 bis 220.000 Menschen pro Jahr gibt. Und wir haben geregelt, dass es ab dem 1. August 2018 einen humanitär motivierten Zuzug von 1.000 Menschen pro Monat zu subsidiär Schutzberechtigten geben wird. Die Kriterien, die im Einzelnen Anwendung finden, werden wir in einem weiteren Gesetz definieren, mit dem der Deutsche Bundestag in den kommenden Wochen befasst sein wird.
Für uns ist klar, und so haben wir das mit den Sozialdemokraten vereinbart, dass der Familiennachzug nur gewährt wird, wenn es sich um Ehen handelt, die vor der Flucht geschlossen wurden, wenn keine schwerwiegenden Straftaten begangen wurden, wenn es sich nicht um Gefährder handelt und wenn der Nachzug und dass der Nachzug auch nur dann gestattet wird, wenn eine Ausreise kurzfristig nicht zu erwarten ist. Diese Kriterien werden wir in den Gesprächen mit Leben erfüllen. Wir haben in den vergangenen Tagen gezeigt, dass wir auch in einer Phase, in der es noch keine neu gewählte Regierung gibt, unserer Verantwortung für dieses Land gerecht werden. Und in diesem Geiste werden wir miteinander die Kriterien in den kommenden Wochen in diesem Parlament verabschieden und dann auch gerne mit Ihnen diskutieren. Herr Kollege Habert, jetzt hat sich noch die Kollegin Frau Dr. Rottmann, Bündnis 90 Die Grünen, zu einer Zwischenfrage gemeldet. Sehr gerne. Vielen Dank. Sie beziehen sich immer auf die Integrationsfähigkeit dieses Landes. Und die Frage, die mich schon länger umtreibt, ist, mit welchen Kommunen haben Sie eigentlich gesprochen, außer mit dem Chef des Deutschen Städte- und Gemeindebunds CDU, Herrn Landsberg? Ich habe zum Beispiel gestern Abend mit Stadträten aus Aschaffenburg gesprochen. Und die haben Angst vor diesem Sondierungsergebnis aus zwei Gründen. Punkt eins. Sie haben die Flüchtlinge bisher dezentral untergebracht, professionell betreut und Sie drohen ihnen an, sie wieder in Gemeinschaftsunterkünfte zu stecken. Davor haben die Kommunen Angst. Und Punkt zwei, Sie haben eine gut funktionierende Infrastruktur. Sie haben ehrenamtliche Helfer, Sie haben professionelle Helfer, 30 Stück für ganz Aschaffenburg. Die Struktur ist da, sie ist aufnahmefähig. Die haben mir gestern gesagt, 60.000 Kinder nach Deutschland, das ist für uns Kommunen überhaupt kein Problem. Frau Kollegin Rottmann, Sie sollten. Sie haben mich gefragt, mit welchen Bürgermeistern, mit welchen Oberbürgermeistern ich gesprochen habe. Ich kann Ihnen zunächst einmal sagen, jenseits der Gespräche mit Verbänden, mit Bürgermeistern und Oberbürgermeistern meines Wahlkreises. Ich gehöre diesem Bundestag seit gut 8 Jahren als ein direkt gewählter Abgeordneter an, für den es sehr naheliegend ist, dass er nicht nur mit Funktionären spricht, sondern mit ganz normal mit den Bürgermeistern und Oberbürgermeistern meines Wahlkreises. Und ich sage Ihnen, ich kenne keinen einzigen Oberbürgermeister oder Bürgermeister, der in den letzten Wochen auf mich zugekommen wäre und gesagt hätte, die Integrationsprobleme in meiner Kommune lassen sich dadurch lösen, dass mehr Menschen kommen. Ich bin aber von vielen Oberbürgermeistern und Bürgermeistern um Gespräche gebeten worden, die mir gesagt haben, trotz besten Willens, Flüchtlinge in unsere Gesellschaft zu integrieren, sind wir an einem Punkt angekommen, an dem wir sagen müssen, unsere Kapazitäten sind endlich. Das ist die Realität in diesem Land. Für uns ist es wichtig, dass wir die Bereitschaft, Menschen, die Schutz benötigen, dass wir solchen Menschen Zuflucht gewähren, die Bereitschaft dazu, in unserem Land auch langfristig zu erhalten. Wir sind überzeugt, die Bereitschaft, notleidende Menschen aufzunehmen, kann langfristig in diesem Land nur erhalten werden, wenn die Bereitschaft, Menschen aufzunehmen, nicht überfordert wird. Und wir haben in den vergangenen Jahren in diesem Land, und deshalb finde ich es auch schade, wenn von Teilen dieses Parlaments versucht wird, die große humanitäre Leistung, die dieses Land in den vergangenen Jahren erbracht hat, kleinzureden. Wir haben in diesem Land mehr Menschen aufgenommen, die in Not geraten waren in den vergangenen Jahren, als der Rest Europas zusammen. Und ich glaube, das sollten wir in puncto humanitäre Bereitschaft, humanitäres Wohlwollen unser Licht nicht unter den Scheffel stellen, meine Damen und Herren. Wir sind aber nicht der Auffassung, dass Integration am besten funktioniert, wenn möglichst viele Menschen in unser Land kommen
sondern wir sind der Überzeugung, Integration funktioniert dann am besten, wenn wir uns auf diejenigen konzentrieren, die eine langfristige Bleibeperspektive in unserem Land haben, wenn wir schauen, dass wir diese Menschen in puncto Sprache, in puncto Arbeitsleben, in puncto Gesellschaft in unser Land integrieren. Und das funktioniert eben nicht, wenn wir einen unkontrollierten Zugang, eine unkontrollierte Zuwanderung in unser Land haben. Und deshalb sage ich Ihnen, ich möchte sehr herzlich bitten, dass wir in einer schwierigen Zeit, in einer schwierigen Frage das Gesetz, das wir dem Deutschen Bundestag vorgelegt haben, heute zu verabschieden. Es ist unsere Überzeugung, dass wir damit die Weichen richtig stellen, dass wir damit die Weichen richtig stellen, auch für eine Gesellschaft, die in 5 und in 10 Jahren noch die Akzeptanz aufbringt, Menschen aufzunehmen, die tatsächlich in Not geraten sind. Dafür ist es erforderlich, dass wir diese Gesellschaft heute nicht überfordern. Ich bitte Sie um Ihre Zustimmung. Herzlichen Dank. Stefan Habert, stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion, der die gefundene Lösung, den gefundenen Kompromiss zwischen Union und SPD noch mal verteidigt hat. Ähnlich wird es sich jetzt anhören bei Burkhard Lischka, dem innenpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion. Wir spüren das auch in dieser Debatte. In den letzten Wochen und Monaten wurde kaum über ein Thema so erbittert diskutiert wie über das Thema Familiennachzug, so kontrovers, so heftig, teilweise auch unversöhnlich. Das ist auf der einen Seite verständlich. Familie ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Unsere Verfassung schützt Ehe und Familie, und zwar aus gutem Grund. Und überall auf der Welt gilt, Kinder gehören zu ihren Eltern, genauso wie Ehefrau und Ehemann zusammengehören. Aber andersherum ist ja auch nachvollziehbar, dass gerade Städte und Gemeinden auf eine Steuerung von Zuzug drängen. Denn sie sind es ja, die vor Ort sich kümmern müssen um Schulplätze, um Kitaplätze, um Wohnungen entsprechend. Gleichwohl sage ich aber bei aller Wichtigkeit dieses Themas, manchmal konnte man schon in den letzten Wochen den Eindruck gewinnen, als hätten wir sonst keine anderen gravierenden Probleme hier in unserem Land. Und ich sage das mal ganz ehrlich, gerade von der CSU, bei der Hartnäckigkeit, die Sie beim Thema Familiennachzug an den Tag gelegt haben, das würde ich mir auch in anderen Problembereichen wie gute Pflege, faire Löhne und armutsfeste Renten hin und wieder auch mal wünschen. Dieses Land hat sicherlich noch sehr viel mehr Herausforderungen zu meistern als nun der geordnete Zuzug von 60.000 Kindern und Ehefrauen, womit wir jetzt auch bei den Zahlen wären. Die meisten Experten, die meisten Studien sagen uns, wenn wir den Familiennachzug wieder komplett zulassen, dann kommen etwa 60.000 Menschen zu uns im Land. Das ist die eine Position. Die andere Position sagt in dieser Debatte, wir setzen das weiter komplett aus, dann kommt keiner. Und jetzt kommen wir zu den Planungen von Union und SPD, nämlich 1.000 Menschen ab Sommer pro Monat. Das bedeutet, liebe Kolleginnen und Kollegen, bis Ende dieser Wahlperiode etwa 40.000 Menschen. So, und wenn man sich mal ganz nüchtern diese Zahlen betrachtet, 0 bei einer Aussetzung, 60.000 bei einer kompletten Wiederaufnahme des Familiennachzuges und 40.000 mittendrin, dann wird man doch nur zu dem Schluss kommen können, den auch Herr de Maizière gesagt hat, das ist ein Kompromiss. 40.000, genau zwischen diesen 0 und diesen entsprechenden 60.000, das ist ein Mittelweg zwischen den Maximalforderungen. Wir haben jetzt ab Sommer Planbarkeit für unsere Kommunen. Kein Bürgermeister muss irgendeine Turnhalle räumen, nur weil in den nächsten Jahren 40.000 Menschen zu uns nach Deutschland mit über 80 Millionen Einwohnern kommen. Aber ich sage das auch mal ganz deutlich, 40.000 Menschen, das heißt, die Mehrheit der Betroffenen wird in dieser Wahlperiode wieder ihre Familienangehörige in die Arme schließen können. Und ja, dass wir Familiennachzug in dieser Größenordnung überhaupt ermöglichen, was weit über die Verabredung von Jamaika hinausgeht, ist ein Erfolg der Sozialdemokraten. Herr Kollege Lischka, die Frau Kollegin Baerbock würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Ja.
Vielen Dank, Herr Lischka. Da Sie jetzt Jamaika noch mal angesprochen haben, ist ja gut, dass Sie was wissen, was da gar nicht vereinbart wurde, aber sei es drum. Also, meine Frage geht eigentlich dahin, weil Sie jetzt die 40.000, naja, nach 4 Jahren haben wir es dann geschafft und ebenso, by the way, gesagt haben, ach, was soll das Emotionale hier? Wissen Sie, was 4 Jahre bedeutet? Viele hier haben Kinder. Nehmen Sie meine 2-jährige Tochter. In 4 Jahren ist die 6. Es ist ja nicht so, dass die 4 Jahre in einem Land sind, wo sie dann einfach mal zur Schule gehen. Diese Kinder sind in einem Kriegsgebiet. Das heißt, 4 Jahre setzen Sie diese Kinder der Gefahr aus, jeden Tag von einer Bombe getötet zu werden, Herr Lischka. Und deswegen frage ich Sie jetzt noch mal, wenn Sie sagen, die sollen eigentlich alle hierher kommen, warum holen Sie die nicht jetzt nach? Und auf die Frage des Innenministers. Hier gab es jetzt ja unterschiedliche Ausführungen, auch schon auf die Antwort von Frau Sitte, auf diese Zahlen. Werden jetzt die 1.000 angerechnet auf die Härtefälle oder werden die Härtefälle angerechnet auf die 1.000? Und wir haben ganz genau zugehört bei Herrn de Maizière. Da kam auch noch der Punkt, dass die 1.000 angerechnet werden auf die Herr Kauder, ich kann sonst muss ich schreien. Also, dass die 1.000 angerechnet werden auf die Fälle aus Italien und Griechenland. Das sind ja Kontingente, die die Bundesrepublik Deutschland zugesagt hat an die europäischen Partner. Wenn das stimmt, was Herr de Maizière gerade gesagt hat, dann hieße das ja, wir kürzen sogar die Kontingente aus Italien und Griechenland, wo die Leute jetzt schon 1,5 Jahre fragen. Und was bedeutet das eigentlich für die Zusage der Bundesrepublik gegenüber der Europäischen Union? Was wird denn die Antwort der anderen Länder dann sein? Erklären Sie, was wird wo wie angerechnet? Sonst können Sie niemals sagen, in 4 Jahren sind alle Menschen wieder da. Sehr geehrte Frau Kollegin, ich kann Ihnen ganz einfach erklären, was unsere Lösung bedeutet. Dass ab Sommer Monat für Monat 1.000 Kinder hier nach Deutschland kommen können. Da, wo Sie ein Jahr ausgesetzt hätten, haben wir nach einem Jahr 12.000 Kinder in dieses Land geholt. Das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Konzepten. Menschlichkeit und Steuerung, das ist die einfache Formel für unseren Kompromiss. Und ich finde, ja, mit dieser Formel kann unser Land gut leben. Ich weiß, Kompromisse sind nicht dafür da, jeden glücklich zu machen. Und ich weiß, wer weiterhin auch seine Maximalforderungen vertreten wird, der wird auch an dieser Lösung kein gutes Haar lassen. Aber ich sage auch, verantwortungsvolle Politik darf nicht auf Dauer in Maximalforderungen verharren, sondern sie muss Brücken bauen, gerade Brücken bauen bei solchen Streitigkeiten. Und ich finde, wenn wir das jetzt hier gemeinsam machen, ist das nicht das schlechteste Zeichen für Deutschland. Danke. Burkhard Lischka für die SPD-Fraktion. Nächste Rednerin auf der Liste ist Frauke Petri, fraktionslos. Sehr geehrter Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich finde es mal wieder erstaunlich, auf welchem Niveau wir zum Teil hier diskutieren. In Verantwortung vor den Bürgern und dann im Grunde einfach nur eines nicht sind, ehrlich. Wir haben jedes Mal zu Plenardebatten junge Leute in unserem Parlament sitzen und ich frage mich, ob Sie, die Sie Eltern sind und viele von Ihnen betonen das, als Eltern genauso agieren würden, wie Sie es hier als Politiker tun. Sie versprechen, liebe Linke, oder Sie möchten gern allen Kindern alles Gute auf der Welt und es ehrt Sie menschlich. Aber würden Sie als Eltern Ihren Kindern auch alles versprechen und das als gute Erziehung bezeichnen? Nein, das ist leider das Gegenteil von guter Erziehung und auch das Gegenteil von guter Politik. Wir können als deutsche Politiker nicht allen Menschen auf der Welt alles versprechen. Wir haben eine Verantwortung für dieses Land. Wenn es diesem Land gut geht, dann können wir in anderen Regionen der Welt helfen. Aber auch das ist wahr. Wir werden nie allen Menschen auf der Welt helfen können. Und an diejenigen, die Einzelfälle aus Syrien oder woher auch immer zitieren, was macht denn eine Familie in Afrika oder Syrien oder einem anderen notleidenden Land der Welt weniger wert, wenn es keine Schlepper bezahlen kann? Sind diese Familien mit Kindern etwa nicht wert, auch Unterstützung in dem möglichen Maße zu bekommen? Oder sind es nur diejenigen, die sich auf den Weg nach Deutschland machen? Und dann noch ein Wort zur Familie, die hier groß von allem im Mund geführt wird. Wir wissen genau, dass das Familienbild in Europa und im Mittleren Osten Lichtjahre zum Teil auseinanderliegen. Hier reden wir von Gleichberechtigung oder, wenn es nach Ihnen geht,
von Gleichstellung. Dort reden wir von der Unterdrückung der Frau, von der Benachteiligung von Mädchen, von nicht staatlich geahndeter Gewalt in der Familie. Und das wollen Sie alles in einen Topf werfen? Das ist eines Parlaments auf dieser Ebene nicht würdig. Und deswegen sollten wir uns ehrlich machen, Herr de Maizière, der Kompromiss ist faul, das wissen Sie selbst. Aber er ist in der Tat, das sagte ich letztes Mal auch schon, besser als gar keine Begrenzung. Und noch viel besser wäre eine ehrliche Asylpolitik, die endlich konstatiert, dass wir in Deutschland und Europa nicht allen Menschen auf der Welt helfen können und dass wir aufhören müssen, so zu tun, als sei es das Heil der Welt, alle Menschen nach Europa und nach Deutschland zu holen. Solange wir bei dieser Ehrlichkeit nicht angekommen sind, wird die Debatte leider immer ein Stück verlogen bleiben, je nach parteigefärbter Ideologie. Und genau das ist schlechte Politik für dieses Land. Nächster Redner ist der Kollege. Frauke Petri bekommt zumindest partiell Applaus aus der AfD-Fraktion. Nächster Redner jetzt für die FDP, Stefan Ruppert. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben in den letzten Monaten oft davon gehört, dass es einen Konsens in der Frage gab. Und ich habe der Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen aufmerksam zugehört. Sie sprach ja lange Zeit von einem Durchbruch und einem Konsens zwischen CSU und Grünen. Von dem Inhalt dieses Konsenses haben wir in diesem Haus relativ wenig erfahren dürfen. Aber alle haben gesagt, Sie seien vor dem Durchbruch gewesen. An diesen Durchbruch scheinen Sie sich in der heutigen Positionierung nicht mehr besonders zu erinnern. Jetzt, wir Juristen sprechen ja von verstecktem Dissens. Es scheint mir eher aber ein offener Dissens zu sein, den Sozialdemokraten und Union in der Frage haben. Sie haben sich auf eine Zahl geeinigt. Auf eine Obergrenze haben Sie sich geeinigt. Und dann stellt sich die Frage, was passiert eigentlich, wenn in einem Land humanitäre Bedingungen sind und in einem Land eigentlich Bedingungen herrschen, dass es im Monat gerechtfertigt wäre, dass 2.000 oder 1.800 Menschen nach Deutschland fliehen könnten bzw. nachgezogen werden könnten und im nächsten Monat, weil sich die Verhältnisse in Syrien etwa nach einem halben Jahr drastisch geändert haben, vielleicht nur ganz wenige oder gar keine. Dann hat Ihre Regelung also den Sinn, in einem Jahr Menschen nachzuholen, die vielleicht gar nicht dieses Nachholrecht haben. In einem anderen Monat lassen Sie Menschen in Ihrem Umfeld ohne eine humanitäre Berücksichtigung ihrer Verhältnisse. Das ist einfach keine logische Vorgehensweise. Die FDP, und insofern würde ich sagen, unterscheiden wir uns, hat ja einen konkreten Vorschlag gemacht und nicht von einem Konsens zwischen CSU und Grünen oder CDU und SPD in der Zukunft geredet. Wir wollen, dass der Familiennachzug ausgesetzt bleibt für die nächste Zeit, dass es aber die Möglichkeit einer weitergehenden Härtefallregelung gibt, als sie im Auswärtigen Amt unter einem Sozialdemokraten praktiziert wird. Und dass es die Möglichkeit gibt, sich in Deutschland, in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren, hier zu leben, zu arbeiten, die Sprache zu erlernen und natürlich dann auch seine Familie nachziehen zu dürfen. Das alles kann nur eine Übergangslösung bis zu einem Einwanderungsgesetz sein. Ich habe seit 20 Jahren dafür gekämpft, dass wir eine geordnete Einwanderung in Deutschland bekommen. Dieser Kampf ist bisher leider noch nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Und leider steht eine geordnete Zuwanderung in Deutschland immer noch in weiter Ferne. Und das ist ausgesprochen bedauerlich. Wir Freie Demokraten werden weiter für dieses Einwanderungsgesetz kämpfen. Vielen Dank. Sagt Stefan Ruppert, einer der parlamentarischen Geschäftsführer der FDP-Fraktion hier im Bundestag. Für die Unionsfraktion jetzt Stefan Mayer aus der CSU. Und er ist da innenpolitischer Sprecher. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen. Wir führen heute offenkundig eine sehr intensive Debatte zu einem sehr streitigen Thema, dem Familiennachzug. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass wir, die CDU-CSU-Fraktion und die SPD-Fraktion, heute dem Deutschen Bundestag mit dem vorliegenden Gesetzentwurf eine sehr tragfähige, verantwortungsbewusste und sachgerechte Vereinbarung zur Abstimmung stellen. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass dieser Gesetzentwurf auch die Chance auf Befriedung in sich trägt. Aus meiner Sicht
gibt es drei zentrale Punkte zu erwähnen. Erstens, wir setzen das Regelwerk zur Migration, auf das sich die CDU und die CSU gemeinsam verständigt haben, um und schaffen den individuellen Rechtsanspruch von 280.000 eingeschränkt schutzbedürftigen Personen auf Familiennachzug ab. Zweitens, wir schaffen ab 1. August ein Kontingent für maximal monatlich 1.000 Personen, mit dem im Rahmen einer Härtefallregelung aus rein humanitären Gründen Familienangehörige, die einen schweren Schicksalsschlag erlitten haben oder schwerst krank sind, die Chance haben, nach Deutschland zu kommen. Und drittens, wir als CDU-CSU halten Wort und erhöhen auch mit dieser Regelung die Nettozuwanderung nach Deutschland nicht. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, zum ersten Punkt möchte ich auch noch einmal erläuternd feststellen, weil manche meinen, es gab schon immer den Familiennachzug für eingeschränkt schutzbedürftige Personen. Dem war nicht so. Bis August 2015 war der Familiennachzug für eingeschränkt schutzbedürftige Personen ausgeschlossen. Und nur in dem sehr kurzen Zeitraum zwischen August 2015 und dem 16. März 2016 gab es über einen kurzen Zeitraum hinweg den Familiennachzug für eingeschränkt schutzbedürftige Personen. Und ich möchte auch einem Eindruck in aller Deutlichkeit entgegentreten, weil dies immer wieder so insinuiert wird. Wir sind mit dieser Regelung, die wir heute zur Abstimmung stellen, vollkommen auf dem Boden des Völkerrechts und auf dem Boden des Europarechts. Herr Kollege Mayer, die Frau Kollegin Roth möchte gerne eine Zwischenfrage stellen. Selbstverständlich, sehr gerne. Vielen Dank, Herr Mayer. Es geht ja hier auch immer mal wieder über interessensgeleitete Behauptungen, was denn tatsächlich sondiert worden ist unter Jamaika oder nicht. Herr Dobrindt sagt zu Recht, heute hat sich die CSU mit ihren Positionen durchgesetzt. Jetzt hat Herr Lischka wieder die Behauptung aufgegriffen, unter den Jamaika-Sondierern sei eine einjährige Aussetzung verabredet gewesen. Herr Mayer, stimmen Sie mit mir darin überein, dass das der Wahrheitsgehalt dieser Aussage gleich null ist, sondern weder die FDP hat einem solchen Vorschlag zugestimmt mit einer anderen Perspektive, geschweige denn wir Grüne. Wir haben immer klar gemacht, wir werden das, was Sie heute beschließen, auf keinen Fall mittragen. Mit uns wird es keine Aussetzung geben. Mit uns wird es schon gleich gar keine Abschaffung der Familienzusammenführung geben. Und es waren auch immer wieder CSU-Kollegen, wie der Kollege Müller oder Kollege Scheuer, die behauptet hätten, wir hätten... Lesen Sie einfach mal die Geschäftsordnung, da kann man auch Bemerkungen machen, ob es Ihnen passt oder nicht. Aber ich will einfach von Herrn Mayer, weil Sie ja ein wahrheitstreuer Mensch sind, klarstellen, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Ihrer Auffassung, was Familienzusammenführung, was Völkerrecht, was Grundrecht und was Menschenrechte angeht, und uns gibt. Herr Mayer. Liebe Frau Kollegin Roth, zunächst mal vielen herzlichen Dank für die Frage und auch vielen herzlichen Dank für diese Vorschusslorbeeren, dass ich ein wahrheitstreuer Mensch sei. Ich möchte Ihnen aber auch deutlich entgegnen, ich kann da beim besten Willen auch diesem Anspruch, Ihnen vollends eine Antwort zu geben, auch nicht gerecht werden, weil ich einfach schlichtweg in der Runde, die letzten Endes zum einen mal das Thema Migration verhandelt hat und zum anderen dann auch in der großen Runde, in der Schlussrunde über das Gesamtwerk verhandelt hat, nicht dabei war. Und um auch hier keine falsche Aussage zu treffen, es ist doch vollkommen klar, ist auch kein Geheimnis, natürlich war das Thema Migration auch bei den Jamaika-Verhandlungen, genauso wie jetzt auch in den Koalitionsverhandlungen zwischen der CDU und der SPD, eines der umstrittensten, wenn nicht das umstrittenste Thema. Und natürlich hat, wie es ja heute auch schon vom Bundesinnenminister klargemacht wurde, jede Partei versucht, auch aufeinander zuzugehen und letzten Endes einen Kompromiss zu schließen. Und es hat sich möglicherweise schon abgezeichnet, dass wir ähnlich wie auch jetzt bei dieser Regelung eine temporäre weitere Aussetzung vornehmen. Wie die dann genau konkret ausgesehen hätte, das entzieht sich wirklich beim besten Willen meiner Kenntnis. Aber ich lege wirklich noch mal Wert auf die Feststellung, dass es mit dieser Regelung, die wir heute zur Abstimmung erstellen, gelungen ist, dass wir den Familiennachzug für eingeschränkt schutzbedürftige Personen endgültig abschaffen. Und das ist aus meiner Sicht ein erheblicher Fortschritt. Herr Kollege Mayer, Ihre Wahrheitsliebe wird weiter in Anspruch genommen. Der Kollege Sichert möchte gerne eine Zwischenfrage stellen. Selbstverständlich, sehr gerne. Haben der jetzt
Sie haben vorhin behauptet, dass Sie gesagt haben, die Nettozuwanderung würde sich nicht erhöhen. Wie können Sie das hier allen Ernstes vertreten, wenn Sie weiterhin für offene Grenzen einstehen, über die jeder in dieses Land hineinkommen kann? Auch zu dieser Frage, Herr Kollege, eine klare Antwort. Das ist mir wirklich ein wichtiger Aspekt, dass auch mit dieser Kontingentlösung die Nettozuwanderung nicht erhöht wird. Weil ja heute auch schon mal darauf hingewiesen wurde, es läuft die Relocation-Verpflichtung Deutschlands ab, gegenüber Italien und Griechenland monatlich 500 anerkannte Flüchtlinge zu übernehmen. Also es kommen aus diesen beiden Ländern, Italien und Griechenland, nunmehr pro Monat 1.000 Flüchtlinge weniger nach Deutschland, sodass selbst wenn dieses monatliche Maximalkontingent, das es ab 1. August gibt, für den Familiennachzug zu eingeschränkt schutzbedürftigen Personen die Nettozuwanderung insgesamt nach Deutschland nicht zunehmen würde. Und das ist auch ein klarer Punkt, der dem entgegensteht, was heute auch immer wieder stereotyp behauptet wurde, dass diese Festlegung des Kontingents von 1.000 Personen willkürlich wäre oder nicht erklärbar wäre. Dieses Kontingent von 1.000 Personen ist eben genau erklärbar, dergestalt, dass auf der anderen Seite die Verpflichtung Deutschlands ausgelaufen ist, gegenüber Italien und Griechenland monatlich 500 Personen zu übernehmen. Und, um dies auch noch zu ergänzen auf Ihre Frage, selbstverständlich bewegt sich auch der Familiennachzug zu subsidiär schutzberechtigten Personen im Gesamtrahmen, auf den wir uns verständigt haben, mit der SPD von zwischen 180.000 und 220.000 Personen im Jahr. Deswegen kann man mit Fug und Recht und mit voller Überzeugung behaupten, dass mit dieser Neuregelung, die wir heute zur Abstimmung stellen, die Nettozuwanderung nach Deutschland nicht erhöht wird. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, zum zweiten Punkt, dass wir eine Härtefallregelung schaffen, die es ermöglicht, insbesondere in humanitär schwerwiegenden Fällen den Familiennachzug im Einzelfall, wohlgemerkt auf Basis einer reinen Ermessensentscheidung, zu ermöglichen. Wir werden nach diesem Gesetz natürlich ein weiteres Gesetz erarbeiten, in dem wir dann die Kriterien, die Parameter konkret erarbeiten, nach denen dann auch bemessen wird, wie sich dieses Maximalkontingent von 1.000 Personen im Monat zusammensetzt. Bei dieser Erarbeitung des weiteren Bundesgesetzes wird uns natürlich, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, das Sondierungspapier zwischen CDU und CSU und SPD eine klare Richtschnur sein. Und dabei wird es eben darum gehen, vor allem die Personen zu privilegieren, die einerseits keine Gefährder sind, die andererseits sich keine schwerwiegenden Straftaten zu Schulden kommen haben lassen. Es darf sich nur um Ehen handeln, die vor der Flucht geschlossen wurden. Und es darf sich auch nur um Personen handeln, deren Ausreise nicht kurzfristig zu erwarten ist. Auch dieser Punkt ist wichtig, weil immer wieder auch die Bedeutung der Familie heute strapaziert wurde und auch angesprochen wurde. Es geht bei dem Personenkreis der eingeschränkt schutzbedürftigen Personen nicht um Menschen, bei denen es angedacht ist, dass sie sich dauerhaft in unsere Gesellschaft integrieren. Es handelt sich um Personen, die einen Fluchtgrund haben, und wir haben die klare Erwartung, wenn dieser Fluchtgrund wegfällt, dann haben sie Deutschland auch wieder zu verlassen. Und deshalb geht es eben bei diesen Personen nicht darum, dass man beabsichtigt, sie dauerhaft in die deutsche Gesellschaft, in unseren Arbeitsmarkt und in unsere Berufswelt zu integrieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch noch ein klares Wort dazu, dass immer wieder auch von der SPD behauptet wird, naja, an der Härtefallregelung könnte man ja noch mal schrauben und noch mal drehen und die könnte man ja noch mal öffnen. Auch hier gilt der Grundsatz, man hat sich an Verträge, die geschlossen sind, zu halten. Und an der Härtefallregelung, insbesondere nach § 22 des Aufenthaltsgesetzes, wird unsererseits nicht gerüttelt. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, zum letzten Punkt, den ich schon erwähnt habe, dass die Nettozuwanderung nach Deutschland mit dieser Regelung nicht erhöht wird. Ich möchte hier noch einmal abschließend wirklich auch die Situation in den Kommunen ansprechen. Und wir haben dies ja in der Anhörung am vergangenen Montag deutlich ins Stammbuch geschrieben bekommen. Die Kommunen in Deutschland, unsere Städte und Gemeinden, sind teilweise an der Belastungsgrenze. Was die Aufnahme von Migranten anbelangt, unsere Schulen, die Bildungseinrichtungen sind an der Belastungsgrenze. Und ich sage dies auch noch einmal sehr ausdrücklich, es wäre eine Überforderung des Wohnungs- und des Arbeitsmarktes in Deutschland, wenn wir hier eine ungezügelte Familienzusammenführung bei subsidiär schutzberechtigten Personen zulassen würden. Und eines ist auch wichtig, wir ermöglichen mit dieser Regelung, die wir heute verabschieden,
auch Planungssicherheit. Planungssicherheit insbesondere für die Landkreise, für die Städte und für die Gemeinden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin der festen Überzeugung, dass wir mit diesem Gesetzentwurf eine gute Lösung präsentieren und dass dieser Gesetzentwurf auch einerseits unserem christlichen Anspruch auf Humanität gerecht wird, aber dass wir mit diesem Gesetzentwurf auf der anderen Seite auch unseren klaren Kurs der Steuerung, der Begrenzung und der Reduzierung der Zuwanderung fortsetzen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Stefan Mayer, der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion. Zwischendrin gab es noch eine Zwischenfrage von Martin Sichert aus der AfD-Fraktion. Und jetzt kommt die letzte Rednerin in dieser Aussprache, Andrea Lindholz. Sie ist seit gestern Vorsitzende des Innenausschusses. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir diskutieren heute emotional streckenweise in der zweiten und dritten Beratung unterschiedliche Anträge zum Familiennachzug bei Subsidiärschutzberechtigten. Die Forderungen reichen von der Abschaffung des Familiennachzuges für Subsidiärschutzberechtigte, das ist der Antrag der AfD, bis hin zum unbegrenzten Familiennachzug, das fordern die Anträge von Grünen und Linken. Subsidiärschutzberechtigte sind Flüchtlinge, die nur einen vorübergehenden Schutzstatus besitzen und die generell nach europäischem und völkerrechtlichem Recht keinen Anspruch auf einen Familiennachzug haben. Wir haben im Juli 2015 diese Regelung geändert. Zum damaligen Zeitpunkt hatten im zuvor gegangenen Jahr gerade mal 2000 Personen diesen Schutzstatus erhalten und haben sie den Flüchtlingen nach der Genfer Flüchtlingskonvention gleichgestellt. Nachdem die Zahlen dann aber im Jahr 2015 gegen Ende und 2016 signifikant in die Höhe gestiegen sind, haben wir uns in diesem Parlament entschlossen, den Familiennachzug nur für Subsidiärschutzberechtigte für 2 Jahre zunächst auszusetzen. Im Jahr 2016 haben 153.000 Menschen, und das sind 40% aller berechtigten Asylbewerber in diesem Jahr, diesen Schutzstatus erhalten. Und im Jahr 2017 waren es weitere 96.000 Personen. Der Familiennachzug läuft, die Aussetzung läuft im März aus. Es besteht daher Handlungsbedarf. Es ist immer einfacher, wenn man von Steuerung und Begrenzung spricht, nach Europa zu schauen und zu sagen, da muss es geregelt werden. Es ist einfach zu sagen, Fluchtursachenbekämpfung, ein großer Begriff, hinter dem aber sehr viel natürlich steckt und der richtig und wichtig ist. Schwierig wird es, wenn man in Deutschland Regelungen treffen muss, und das erleben wir heute. Auch die Regierungsparteien machen es sich nicht einfach. Und sie haben aus meiner Sicht einen guten Kompromiss gefunden. Die Spitzenvertreter der kommunalen Verbände haben in sämtlichen Anhörungen in der Vergangenheit, in den letzten 3 Jahren und am Montag wieder darauf hingewiesen, dass sie überfordert sind und dass sie uns bitten, den Familiennachzug weiterhin auszusetzen und für Einzelfälle Ausnahmen zuzulassen. Frau Kollegin, gestatten Sie Ich wiederhole, was der Vertreter des Städtetages am Montag gesagt hat. Er hat deutlich gemacht, dass man zur Integration Wohnraum, Sprachkurse, soziale Teilhabe, Kitas, Jobs und Schulen braucht und dass das begrenzte Güter sind. Und Frau Rottmann frage ich, ob sie sich vielleicht auch mit Herrn Palmer unterhalten hat. Wir haben im Sondierungspapier klar vereinbart, der Familiennachzug bleibt ausgesetzt. Wenn er wieder aufgemacht wird, dann bezieht sich das auf 1.000 Menschen pro Monat. Der Nachzug wird an Bedingungen geknüpft. Und warum haben wir das gemacht? Weil wir festgestellt haben, dass die Härtefallregelung, die es gibt, zu eng und zu starr ist und eben auch keine Möglichkeit an manchen Stellen gibt, die wir gerne einräumen würden. Deswegen sind diese 1.000 Menschen auch eine gute Zahl. Zahlen sind nie zufriedenstellend, man kann immer mehr fordern. Und mit dem jetzt vorliegenden Änderungsantrag setzen wir genau unsere Forderung nach Begrenzung und Steuerung um. Und wir setzen genau das um, was auch im Sondierungspapier vereinbart ist. Es bleibt bei der Aussetzung des Familiennachzuges für Subsidiärschutzberechtigte, die nur einen vorübergehenden Aufenthalt in Deutschland haben sollen, bis zum 31.07.2018.
Ab 1.8. ist ein Nachzug von bis zu 1.000 Personen möglich und gleichzeitig läuft unsere Regelung mit Griechenland und Italien aus. Das heißt, die 1.000 Personen, die wir da genommen haben, halten sich jetzt sozusagen die Waage und wir erhöhen damit im Ergebnis die Zuwanderung nicht. Die Entscheidung erfolgt im Einzelfall und im Ermessen und das ist auch gut so, weil wir dann auch unsere Vorstellungen daran knüpfen können. Und was uns ganz besonders wichtig ist, wir kehren zumindest teilweise zur Rechtslage vor August 2015 zurück, indem wir den generellen Rechtsanspruch auf Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte beseitigen. Und das ist eine Und dass es damit auch keinen generellen Anspruch auf einen Familiennachzug für diese Menschen gibt, die bei uns nur einen vorübergehenden Anspruch haben. Ja, die Härtefallregelung bleibt bestehen und ich finde das auch gut so. Die Länder entscheiden in den Härtefallkommissionen darüber, auf wen sie angewendet wird. Dort ist die Expertise, dort kann man sich die Einzelfälle besser anschauen. Und nachdem das im letzten Jahr gerade mal 66 Personen waren, brauche ich Ihnen nicht näher zu erklären, wie eng gefasst diese Regelung sein muss. An dieser Regelung wird nicht gerüttelt. Die steht neben den 1.000 Personen und das ist eine gute Lösung. Unser Änderungsantrag mit den nachfolgenden Regelungen, die wir noch verabschieden werden. Und natürlich vertraue ich darauf, dass das mit der Union und der SPD auch einvernehmlich klappt, ist ein guter Kompromiss und ich bitte Sie daher ganz herzlich, diesem Änderungsantrag heute auch zuzustimmen. Man muss manchmal auch nicht so einfache und durchaus schwierige Entscheidungen treffen, wenn man sich in der Regierungsverantwortung befindet. Vielen Dank. Und das war der letzte Beitrag in dieser phasenweise aufgeheizten Debatte zum Thema Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte, also nachrangig schutzberechtigte Flüchtlinge, die zurzeit schon in Deutschland sind. Es gab viel Kritik aus den Reihen der Linken, der Grünen und der FDP am Kompromiss der Koalition. Also das schwankte zwischen unmenschlich und inkonsequent. Da war das ganze Spektrum vertreten und dazu aus den Reihen der AfD das Szenario einer Massenzuwanderung, das allerdings nur schwerlich mit den bestehenden bzw. geplanten Regelungen in Einklang zu bringen ist. Jetzt ruft der Bundestagspräsident Schäuble hier die verschiedenen Drucksachen auf. Dazu gehört ein Antrag von Bündnis 90 Grünen sowie drei Gesetzentwürfe, beispielsweise aus der FDP-Fraktion, aus der Fraktion der Linken und auch aus der Fraktion der AfD. Und natürlich steht hier zur Abstimmung der Gesetzentwurf bzw. der Änderungsantrag zu einem Gesetzentwurf aus den Reihen der bisherigen Koalitionsfraktionen, die ja gerade dabei sind, sich auch für die nächsten 4 Jahre gemeinsam aufzustellen, wenn es denn gelingt, an diesem Wochenende oder über dieses Wochenende hinaus. Wir werden